Hallo liebe Mitstudierende, wir haben den Herrn Sedlacek von der Firma Asus Group bei uns an der Industriemesse. Wir sind die Asus Automatisierungssysteme. Okay. Unser Sitz ist in Dornstadt, nördlich von Ulm, direkt an der Autobahn. Mein Name ist Michael Sedlacek, ich bin dort Personalleiter. Wir haben am Standort in Dornstadt ca. 1000 Mitarbeiter, sind Maschinenbauer, typischerweise für die Elektronikfertigung. Und wir bauen Maschinen und Anlagen für Firmen, die auf unseren Anlagen Elektronik fertigen. Also zum Beispiel für Automotive, Abstandsradar, Einparkhilfe, ABS-Sensoren oder auch für die Herstellung von Smartphones, Brennstoffzelle, ganz aktuelles Thema. Also eine sehr, sehr große Bandbreite im technischen Bereich. Herr Sedlacek, was macht gerade Ihr Unternehmen so attraktiv für unsere Studierenden? Ich denke mal, das liegt daran, dass wir recht stark wachsen und auch in Bereichen wachsen, die sehr zukunftssicher sind. Also wir sind gerade in auch erneuerbaren Energien unterwegs, in den Zukunftstechnologien, also Elektronik, Energie, auch im Pharmabereich einige Themen. Dadurch erstmal attraktiv wegen der Zukunftssicherheit. Und das weitere Thema ist, dass wir eine sehr hohe Bandbreite von Stellen anbieten können, wo man sich wahrscheinlich fast jeder wiederfinden kann. Also sehr große Bandbreite. Sie haben gerade Stellen angesprochen. Wie sieht es mit Stellen für zum Beispiel Praktikas, Bachelorarbeiten oder auch als Werkstudent? Bieten Sie sowas an? Das bieten wir auch an, auch duales Studium. Da gibt es auch da eine sehr hohe Bandbreite. Ist eben je nach Bedarf, das wird dann eben auch individuell dann vereinbart. Heutzutage, also ich als Studierender, bei uns hört man oft dieses Work-Life-Balance. Wie ist es in Ihrem Unternehmen so mit Unternehmenskultur? Also wie ist da dieses Work-Life? Also Unternehmenskultur ist relativ familiär. Wir sind Inhaber geführt. Wir haben auch recht flache Hierarchien. Dennoch, dadurch, dass wir die Fertigung auch direkt in Deutschland oder am Standort haben, können wir jetzt nicht so viel Homeoffice anbieten wie vielleicht andere Firmen. Weil die Maschinen ja auch irgendwo gebaut werden müssen, die kann man eben nicht zu Hause im Wohnzimmer bauen, das ist leider so. Nichtsdestotrotz, da wo es möglich ist, bieten wir Homeoffice an. Es gibt so eine kleine Faustregel, so circa ein Tag pro Woche ist in der Regel möglich, manchmal auch mehr, manchmal aber auch geht es vielleicht auch nicht. Ja. Okay, Dankeschön und wir freuen uns, dass Sie bei uns in der Industriemesse sind. Ja, gern geschehen. Dankeschön. Dankeschön. Ja.